So, wir gucken mal. Ey, wir sind ja momentan in der Phase, by the way, dass ich ja YouTube hauptberuflich machen möchte. Und lustigerweise hat KuchenTV, ja, gerade zu diesem Thema, ein Video gemacht mit von YouTube und Twitch Leben eine gute Idee. Ich glaube, das hat er jetzt extra gemacht, um mich jetzt nochmal da umzustimmen, dass ich das auf jeden Fall mache. Jo, meine Freunde, herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf iKuchen. Ja, krank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute mal wieder zu einem packenden und spannenden Thema. Und zwar geht Alpha Kevin ja momentan auf YouTube und Twitch ganz gut ab. Ja, ich sag doch, das passiert jetzt garantiert auf meiner Basis. Egal, er weiß, ich hatte das letzte Mal mit Nico um 16-Stunden-Stream, das war eigentlich ein 12-Stunden-Stream, aber wir haben über 16 Stunden gestreamt, habe ich ganz lange mit dem geredet und auch mit Kenny. Und KuchenTV hat auch noch mit in den Chat geschrieben und hat auch noch so ein bisschen was dazu gesagt und hat gesagt, ey, Alpha Kevin, zieh das durch, mach das auf jeden Fall, zieh YouTube und zieh Twitch durch, scheiß mal auf Arbeiten, also natürlich jetzt nicht zu 100% so gesagt, aber lass mal das Arbeiten sein, du lebst nur einmal und mach das jetzt, sonst bräust du es. Und Nico hat mir das Gleiche gesagt, Kenny hat mir das Gleiche gesagt, ich sag mir selber eigentlich auch schon die ganze Zeit das Gleiche und ist halt ein großer Traum von mir und eigentlich, ich bin so kurz davor, den Traum zu verwirklichen und warum sollte ich das jetzt nicht nutzen? Wenn ich das jetzt nicht nutze, bereue ich es später, weil ich dann mir selber sage, scheiße, du hast eine Chance verpasst, du hast zu viel oder du konntest zu wenig Zeit in die Sache investieren, weshalb das Ganze vielleicht zu Bruch gegangen ist, man weiß es ja nicht. Ich glaube sogar insgesamt mit Donations und so verdient er sogar mehr Geld auf Twitch als ich, also Props auf jeden Fall dafür. Ja, warte hier. Ein Thema und zwar geht Alpha Kevin ja momentan auf YouTube und Twitch ganz gut ab. Ich glaube sogar insgesamt mit Donations und so verdient er sogar mehr Geld auf Twitch als ich, also Props auf jeden Fall dafür. Das habe ich euch zu verdanken, Real Talk. Dass wir jetzt zum Beispiel gerade wieder einen Hype-Train haben, direkt, wir haben wirklich in einer Stunde jetzt zwei Hype-Trains, ist nicht normal, ist schon geisteskrank, also vielen Dank dafür. Und es ist halt wirklich so, dass ihr mich übel unterstützt und ich würde sagen, wirklich von Twitch, ich glaube, so eine Community hat echt nicht jeder. Sagt viel über meine Community aus, aber müssen die wissen, ist mir auch egal, meine Freunde. Auf jeden Fall steht Ernst natürlich vor der schwierigen Aufgabe, soll er weiterhin normal nebenbei arbeiten oder soll er sich Vollzeit auf YouTube und Twitch konzentrieren? Und ich denke mal, dass es halt sehr viele Leute gibt, da der Influencer-YouTube-Bereich halt immer größer wird, wo sich immer mehr Leute die Frage stellen, okay, soll es jetzt versuchen, davon zu leben oder nicht? Und im 12-Stunden-Livestream habe ich ein bisschen mit ihm über den Chat diskutiert und er hat mit einem Kollegen im Stream auch noch darüber geredet gehabt und ich dachte einfach mal, dass es spannend wäre, auf jeden Fall so darüber zu reden, was würde ich machen. Ja, also das Ding ist, man muss natürlich unterscheiden zwischen drei oder vier Lebenslagen, sage ich mal. Man kann das ja zum Beispiel, während man studiert, kann man ja quasi das Studium abbrechen, man kann eine Ausbildung abbrechen, man kann theoretisch auch die Schule abbrechen, wenn du mit 16 irgendwie da bist oder du arbeitest schon und setzt halt deine Arbeit aus. Und ich werde mal alle vier Punkte auf jeden Fall so allgemein ansprechen. Grundsätzlich kann man hier natürlich aber schon sagen, also ich selber lebe ja auch von YouTube. Ich habe es nicht bereut, dass ich damals meine Ausbildung nicht wieder angefangen habe. Ich habe mich ja wieder reingeklagt gehabt. Habe mir aber gedacht, okay, naja, komm, das ist eine einmalige Chance im Leben, nehm die einfach wahr. Man muss natürlich aber auch dazu sagen, nicht jeder, der jetzt das Gleiche macht, also nicht jeder, der jetzt seine Ausbildung verliert oder seine Ausbildung liegen lässt und dann YouTube durchzieht, wird damit Erfolg haben. Ne? Also da muss man halt auch immer irgendwie so ein bisschen auf sich selber schauen, okay, habe ich das Gefühl, ich könnte erfolgreich werden mit dem, was ich mache oder halt nicht. Lustigerweise lief mein Kanal zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht, aber ja, ich hätte auch keinen Bock, dann irgendwie wieder das zur Schule zu gehen und habe dann einfach gehofft, dass es läuft. Es läuft ja auch. Ist ja halt die richtige Entscheidung auf jeden Fall für mich. Also bei Tim ist es ja nochmal eine andere Geschichte gewesen. Also Tim war ja, das war ja mega unsicher, muss man ehrlich sagen. Bei Tim war es wirklich mega unsicher. Der hatte wie viel? 50.000 Abonnenten gehabt. Davon zu leben ist schon schwierig. Er hatte, glaube ich, auch am Anfang nur 200, 300, 400 Euro im Monat verdient, hat er, glaube ich, mal gesagt. Und das ist, da bist du halt noch viel mehr am Arsch, hast noch viel mehr Druck. Ja, gut, er hat noch bei seiner Mom wahrscheinlich gelebt. Das ist nochmal vielleicht eine andere Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, sich dann nur darauf zu verlassen, das wäre mir schon fast ein bisschen zu heikel. Jetzt bin ich halt in der Phase, wo ich sage, ich bin ja abgesichert. Ne? Also ich habe erstmal mir Geld gespart, weil ich ein Mensch bin, der auf Geld achtet und viel spart. Ich habe einen Beruf, ich habe eine Ausbildung, was auch sehr wichtig ist. Und selbst wenn das mit YouTube nichts wird, kann ich wieder in meinen Beruf zurück. Ich habe eine eigene Wohnung, diese Miete ist nicht so hoch. Ich kann im Prinzip alles bezahlen. Kommt natürlich immer auf den Support drauf an, das ist ganz klar. Aber so wie es momentan abläuft, kann ich euch sagen, ziehe ich das auf jeden Fall durch. Deswegen, im Prinzip spricht nichts dagegen. Es gibt keinen Einwand, weshalb ich das
nicht probieren sollte. Wenn ihr studiert, es gibt einige YouTuber, die ihren Hype bekommen haben ja, während dem Studium. Ich glaube, das kann man sogar ganz locker easy halt pausieren. Wenn ihr jetzt natürlich kurz davor seid, halt wenigstens den Bachelor gemacht zu haben, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das zu machen. Ich meine, genau das Gleiche ist bei der Ausbildung der Fall. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Anfang im dritten Lehrjahr halt mega den Hype habe und nach vorne gehe, so, dann würde ich halt versuchen, wenigstens die Ausbildung zu beenden. Ich weiß nicht genau, wie das da ist. Es gibt bestimmt auch Möglichkeiten, das vielleicht in Teilzeit weiterzumachen. Ich meine, selbst wenn nicht... Man kann das auch durchziehen, auch wenn es mega Stress, also die Zeit ist mega stressig, YouTube zu machen. Ich habe das ja die komplette Ausbildung durch. Ich hatte ja YouTube gemacht, da war ich ja schon in meiner Ausbildung, aber das war noch Sozialassistent. Das heißt, ich hatte 5 Jahre Ausbildung vor mir und ich hatte vor 4 Jahren ja meinen Kanal gegründet und seitdem bin ich auch so aktiv, wie ich auch jetzt eigentlich bin. Bedeutet, ich habe diesen Stress seit 4 Jahren und jetzt ist eigentlich mal die Zeit, wo ich sagen kann, jetzt konzentriere ich mich wirklich nur drauf. Nehmt sowas auf jeden Fall mit. Also ich habe zum Beispiel Theo, muss ich mal gucken, so richtig oder? Gut angefangen zu leben von YouTube so 2016, 2017 rum. Also das waren so die ersten Jahre, die richtig gut liefen. Und wenn ich da eine Ausbildung gehabt hätte, zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich wäre nicht aus meiner Ausbildung rausgeflogen, dann hätte ich halt da noch meinen Erzieher gemacht. Nur gerne. 2016 wäre das erste Jahr. Genau, ich wäre bis 2018, bis zum Sommer, da hätte ich dann quasi meine Erzieherausbildung gehabt. Und ich zum Beispiel würde, muss jetzt auch sagen, wenn ich die Möglichkeit noch gehabt hätte, hätte ich das auf jeden Fall auch noch gemacht. Denn man darf nicht vergessen, YouTube ist halt wirklich sehr schnelllebig. Ich meine, man kriegt das jetzt wieder bei Mimi mit. Die Regeln bei YouTube werden halt einfach für jeden anders ausgelegt. Also er wurde jetzt zum Beispiel einfach gesperrt, obwohl er ja auch steht, ja, YouTube kann das machen. Warum es YouTube jetzt bei Mimi dann wirklich gemacht hat, weiß man halt wieder nicht. Andere YouTuber haben vielleicht mal Probleme mit dem Algorithmus zum Beispiel, dass sie da rausfallen. Und es ist halt grundsätzlich einfach nicht so ganz, man sollte sich nicht zu 100% drauf verlassen. An dieser Stelle muss man natürlich aber auch sagen, also wenn man zum Beispiel jetzt YouTube und Twitch macht, dann hat man seine Einnahmen ja auf jeden Fall schon mal gesplittet und hat da 2 Seiten, wo man halt supportet werden kann. Ich zum Beispiel habe jetzt auch angefangen, Instagram ein bisschen aktiver zu nutzen. Ne? Vielleicht kommen noch mal 1, 2 Placements rum oder so. Und das Wichtigste ist, kann ich euch jetzt Tipp geben, wenn ihr Influencer seid, versucht wirklich auf jeder Seite aktiv zu sein, die es gibt. Also auch TikTok und so. Ja, bei TikTok gibt es halt auch viele Sachen, die halt nicht so cool sind. Das stimmt. Aber es ist gut für eure Marke, wenn ihr überall präsent seid und überall über euch gesprochen wird, weil sich jede Seite dann irgendwie gegenseitig connectet und hochpusht und so. Ja. Und das ist wirklich das Beste, was ihr machen könnt. Auf jeden Fall, ich kann es aber nicht. Es ist mir zu, also wirklich, ich habe keine Zeit dafür, noch TikTok zu machen. Also ich habe jetzt so schon genügend Kanäle, worüber ich, oder worum ich mich kümmere. Ich hab mal versucht, ich hatte ja TikTok eröffnet, um zu gucken, also um bei Justin Playback zum Beispiel zu gucken, was macht der da, weil man kann sich irgendwie beim PC, muss man sich erst anmelden, damit man das, ich muss ja abfilmen und sowas, deswegen musste ich mich da erst anmelden, habe ich gemacht. Ich finde TikTok zum einen relativ schwierig, zum anderen muss ich sagen, ich habe gar keine Zeit für TikTok. Es ist wirklich null möglich. Könnt. Ich mache es nicht, aber wenn ich nicht dumm wäre, würde ich das machen. Nur, dass ihr den Tipp auf jeden Fall mal von mir gehört habt. Genau, deswegen auch bei der Ausbildung. Ich meine, wenn ihr jetzt im ersten Lehrjahr seid und keine Ahnung, ihr geht so krass durch die Decke, ihr verdient 100.000 im Monat oder whatever. Klar, irgendwann kann man das auf jeden Fall abrechnen. Ja, nur denke ich auch. Ihr müsst dann halt natürlich aber auch bedenken, ich sag mal, wenn ihr jetzt 18, 19 seid und ihr brecht eure Ausbildung ab und es läuft 5, 6 Jahre gut und dann gar nicht mehr, dann seid ihr vielleicht 26 und habt halt nichts. Ne? Also dann müsst ihr natürlich auch aufpassen, was ihr mit eurem Geld macht. Also ich investiere zum Beispiel halt ein bisschen. Was aber einer gemacht hat, das fand ich mega geil. Es gab einen, der hat über mich TikToks gemacht. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie er hieß. Auch irgendwas mit Alpha Kevin. Und der hat von meinem Gaming-Kanal so die lustigen Sequenzen hat er rausgenommen und hat die hochgeladen. Und die hatten auch so ein paar tausend Aufrufe. Also die hatten alle über 1000 Aufrufe. Ich glaube, das eine Video hatte über 7.000, 8.000 Aufrufe. Mein Haus geholt und so. Na, also ich versuche mir schon auf jeden Fall mir was aufzubauen, sage ich mal, was ich dann halt später irgendwie noch habe. Ja, also ich glaube, mit der Reichweite, die ich habe, ich glaube, selbst durch Twitch, wenn ich nur Twitch hätte, könnte ich die Rate von dem Haus locker noch zahlen, das wäre kein Problem. Ne? Aber ihr müsst halt immer bedenken, es kann halt jeden Tag zu Ende sein. Theoretisch, so viele Leute werden jetzt ja auch nicht gesperrt. Ne? Aber nur, dass ihr halt Bescheid wisst. Ja, dann kommen wir mal auf jeden Fall, glaube ich, zum spannendsten Punkt. Das ist auf jeden Fall so grundsätzlich die Frage, ab wann lohnt sich das denn? Und würde ich das in Alpha Kevin Situation machen, weil der arbeitet ja noch. Also bei Alpha Kevin gibt es da für mich eigentlich gar keine 2 Meinungen. Also ich würde das auf jeden Fall durchziehen. Bei ihm ist ja halt das Ding, er steht halt jeden Morgen um 5 Uhr auf und macht halt seine Videos. Also Props dafür. Wenn ich 8 Stunden geschlafen habe, dann stehe ich meistens auf und meine Augen brennen so krass, dass ich mich einfach wieder hinlege, weil ich mich nicht wach halten kann. Und Alpha Kevin steht... Ich kenne das, aber ich muss sagen, wenn man aus Motivation sich dazu zwingt, 5 Uhr aufzustehen,
und da auch nicht viel Schlaf hat. Das geht mal, das merke ich auch selber. Ich mache das ja fast jeden Tag, dass ich 5 Uhr aufstehe. Manchmal auch 6 Uhr, ne? Also weil immer 5 Uhr ist manchmal schwierig. Also ich möchte nur kurz sagen, es ist für mich sehr schwierig, 5 Uhr jeden Tag aufzustehen. Das schaffe ich auch tatsächlich nicht. Gerade wenn ich stream zum Beispiel bis 12 Uhr und stehe 5 Uhr auf. Das mache ich ein, zweimal mit. Ich merke dann aber, dass mein Körper einfach Ruhe braucht. Ich bin so kaputt einfach, wenn ich wirklich von 5 Uhr bis 12 Uhr, also bis 0 Uhr, permanent am Arbeiten bin, ne? Ich sage jetzt mal, Twitch als Arbeit ist immer schwierig, ne? Das kann man jetzt sagen, ist keine Arbeit oder YouTube ist keine Arbeit. Aber du bist ja trotzdem immer mit einer Sache beschäftigt. Du bist ja trotzdem so lange auf. Und 5 Stunden Schlaf ist wirklich auf Dauer nicht gesund. Das merke ich dann auch selber. Deswegen nehme ich mir dann manchmal auch einen Tag, wo ich dann sage, hier, schlafe ich 7-8 Stunden. Wir haben zum Beispiel das letzte Mal, sind wir 10 Uhr ins Bett gegangen, haben wir bis 5 Uhr geschlafen, haben wir 7 Stunden Schlaf, reicht komplett. Man ist dann auch richtig ausgeruht. Man ist dann auch richtig fit, wenn man dann halt ganze 7 Stunden schlafen kann, anstatt halt nur 5 Stunden. Von daher passt das schon. Wenn ich schon geschlafen habe, dann stehe ich meistens auf und meine Augen brennen so krass, dass ich mich einfach wieder hinlege, weil ich mich nicht wach halten kann. Alpha Kevin schläft dann ja wahrscheinlich vielleicht so 5 Stunden ungefähr, manchmal vielleicht 4, keine Ahnung, wenn er Glück hat, vielleicht mal 6. Und das ist halt schon wirklich sehr, sehr anstrengend. Und das ist natürlich auch für den Körper halt nicht gut, wenn du den ganzen Tag halt so einen Stress hast, dein Stresslevel oben ist, ist ja wissenschaftlich bestätigt, fördert Krebs zum Beispiel, fördert auch viele andere Krankheiten. Oh, scheiße. Und irgendwann wirst du daran halt einfach zugrunde gehen. Bei Alpha Kevin ist ja, wie gesagt, halt einfach das Gute, er hat ja eine abgeschlossene Ausbildung, das heißt, nehmen wir mal an, er kündigt jetzt und macht nur noch YouTube und es läuft nicht, kann er wieder zurück. Vielleicht nicht der gleiche Betrieb, okay, aber dann arbeitet er halt woanders. Also Erzieher werden gesucht, gerade männliche. Also ich kann dir in Braunschweig 10 Stellen zeigen, wo die dich sofort nehmen. Also das ist halt nicht das Problem. Und ich sag mal, so eine Chance mit YouTube hast du halt nur einmal im Leben. So, und ich finde schon, dass man die halt auf jeden Fall nutzen sollte. Und ja, du darfst ja auch nicht vergessen, was halt die Einnahmen angeht, ist es natürlich immer schwer zu sagen, was jetzt das Bessere ist. Ich persönlich finde, wenn du deine ganzen Sachen im Monat bezahlen kannst und du noch vielleicht 500 oder 1000 Euro im Monat übrig hast, die du weglegen kannst für zum Beispiel Steuern oder wenn mal irgendwelche Anschaffungen kommen oder irgendwelche Rechtsstreitigkeiten, whatever, dann finde ich, ist auf jeden Fall so ein Punkt, wo man auf jeden Fall anfangen kann, sich zu überlegen, ob man von YouTube lebt. Also ich bin zum Beispiel meine erste eigene Wohnung gezogen und nachdem alle Kosten überwiesen waren, hatte ich noch 180 Euro im Monat zu leben. Das war ja 2016, genau, Anfang 2016. Die ersten 2-3 Monate liefen noch nicht so gut, bis mein Katja Krasavec Video kam. Dann ging es auf jeden Fall steil nach oben. Und das ist auf jeden Fall so ein Tipp, den ich euch halt mitgeben kann. Ne? Also wenn ihr jetzt gerade so eure Rechnungen und so zahlen könnt, würde ich euch empfehlen, das nicht unbedingt zu machen, denn es kann immer mal Monate geben, wo ihr halt viel, viel weniger bekommt. Ja, bei YouTube die CPM, ich meine, bei mir ist es auch so ein Hin und Her. Bei mir kommt es mega drauf an, wie viel werbefreundlich ist und wie viel nicht und wie schnell das überprüft wird. Jetzt zum Beispiel wieder habe ich ja 2 Videos gebracht. Gut, wundere ich mich auch nicht. Also einmal dieses Mitreden-Account war gelb und jetzt auch das über die Spaßpille von der Spiegel war auch gelb. Brauche ich mich nicht wundern, geht um Drogen, alles cool. Aber das sind natürlich Videos, mit denen ich halt nichts verdiene. Die ich aber natürlich trotzdem mache, weil ich will was dazu sagen und will meine Meinung posten. Und wenn ihr gerade so eure Rechnung bezahlen könnt, dann werdet ihr wahrscheinlich eher Videos bringen, die halt werbefreundlich sind, dafür aber vielleicht weniger Reichweite haben. So, ne? Das ist auch immer schwierig. Und ganz wichtig ist auf jeden Fall, wenn ihr von Twitch lebt, würde ich euch auf jeden Fall den Tipp geben, rechnet niemals mit Donations oder dass Leute euch Bits spenden oder dass Leute Subs verschenken. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich glaube, vor 2 Jahren ja angefangen habe. Okay, wenn ich jetzt damit nicht rechne, ohne Scheiß, wenn ich jetzt damit nicht rechne, bin ich am Arsch. Damit könnte ich nicht alles finanzieren. Wenn ich nur einzelne Subs bekomme, sage ich mal, beziehungsweise gar keine Subs bekomme, oder also wenn ich jetzt nur einzelne Subs bekomme, ohne Spenden und nichts, dann mache ich das Ganze einen Monat und dann wäre ich wieder Erzieher. Deutlich aktiver zu streamen, jetzt dann nicht jeden Tag, aber schon so jeden 2. oder 3. war ich halt online. Und die ersten Monate, gerade wo ich vorher noch auf YouTube war, waren heftig. Also ich habe halt Real Talk nur mit Donations über PayPal und Co. habe ich 3000 Euro im Monat verdient. Das ist halt heftig. Und das ging halt 2-3 Monate, dann ging das halt immer weiter runter. Smoky und jetzt Hammer, verdiene ich halt mit Donations. Bin ich mal gespannt. Und gerade, ja, keine Ahnung, manchmal, gut, letzten Monat lief wieder sehr gut mit 500, aber vorher waren das halt vielleicht so 200 teilweise. Ist jetzt natürlich dann Abstieg von, ja, knapp 3000 Euro, weil ich halt auch nicht genau 3000, sondern 3,3 oder so, ist natürlich halt wirklich sehr, sehr hart so. Und ich meine, das Ding ist, es gibt immer mal wieder Leute, auch bei mir, die jetzt zum Beispiel den einen Monat sagen, ey, ich pay da jetzt richtig rein. Ja, es gibt Leute, die geben
mir irgendwie für 500 Euro irgendwelche Bits oder Donations, ne? Anivia zum Beispiel hat das letzten Monat gemacht, Haubitzenfritz, um mal zwei Namen zu nennen, die haben richtig viel rausgehauen. So, und es ist natürlich klar, dass sie das nicht jeden Monat machen und das erwarte ich auch gar nicht. Das Ding ist aber, dass viele Leute, die halt dann anfangen davon zu leben, das ein bisschen zu kurzfristig sehen und sich halt denken, ja okay, ich habe jetzt den Monat richtig viel donated bekommen und Unterstützung und bla bla bla. Ja. Das ist aber wie gesagt nicht immer so. Das Einzige. Das ist mir ja auch aufgefallen. Mir wurde zum Beispiel letztes Jahr im Dezember und Januar, also da waren auch Leute am Start, die haben mich so krass unterstützt, ne? Muss ich auch sagen, es war heftig. Und dann ist das aber absolut abgesackt. Ich hatte zwar trotzdem noch Unterstützer, aber ich habe nicht mal die Hälfte von dem verdient, was ich oder bekommen, was ich sonst bekommen habe. Ich hatte das gleiche ja auch. Hatte ich auch einiges an Geld gespendet bekommen, auch an Subs gespendet bekommen. Auf einmal nächsten Monat nicht mal die Hälfte. Den Monat drauf nicht mal die Hälfte von der Hälfte. Also ich sage euch mal so, ich hatte auch nicht 1000 Euro oder so gemacht. Also es waren, lass es 500 Euro gewesen sein. Davon kann ich null leben. Deswegen war ich auch die ganze Zeit so, ich möchte wirklich abgesichert sein. Für den Moment, dass ich das dann irgendwann mal machen kann. Und ich bin momentan genau in der Situation, die optimal für mich ist. Ich habe eine Ausbildung. Ich habe sogar schon ein Dreivierteljahr Berufserfahrung. Was weiß ich, das ist jetzt nicht viel, ne? Aber selbst wenn jemand in seinem Zeugnis oder in seinem Lebenslauf drinstehen hat, der hat 3 Jahre Berufserfahrung, ist genauso wie ein Dreivierteljahr, es ist einfach nicht viel. Ich bin 22 Jahre alt, ich bin noch in der Blütezeit, yay! Und ich habe auch genügend Reserven sozusagen. Also ich habe wirklich genügend Geld gespart, wo ich sage, selbst wenn ich jetzt komplett verkacke oder selbst wenn ich jetzt 100 Euro im Monat macht, kann ich davon trotzdem noch ein Stück leben. Die Stufe 1 Abonnements auf jeden Fall. Und man kann eigentlich damit rechnen, dass man von einem auf den anderen Monat eigentlich auch Twitch Prime Subs so 60-70% behält. Ne? Je nachdem muss man natürlich immer von den Zuschauern abhängig machen. Aber alle ähnlich halt. Wenn die Zuschauerzahlen bleiben, auch die gleichen, es kommen neue, alte gehen, das verändert sich dann eigentlich nicht großartig. Aber man darf auf jeden Fall nie davon ausgehen, dass man jetzt irgendwelche Donations bekommt, irgendwelche verschenkten Subs oder Bits oder so. Ja, weil das macht auch einfach Kopfschmerzen, wenn man jetzt zum Beispiel, also mir war es egal, weil ich habe nie von Twitch gelebt und wenn ich jetzt in einem Monat richtig viel kriege und im anderen gar nicht, so dann ist man einfach demotivierter, weil diese Erwartungen, die man hatte, werden einfach nicht erfüllt. Ja. Und dann hängst du halt in Streams und hast du das Gefühl, ey, ganz ehrlich, warum mache ich das eigentlich so? Und das ist halt nie gut, deswegen kann ich euch da nur den Tipp geben, solltet ihr gerade von Twitch leben, passt auf jeden Fall auf, dass ihr jetzt nicht auf eine bestimmte Summe von euren Zuschauern angewiesen seid, also die sie zusätzlich vielleicht zu einem Sub nochmal geben, weil das kann halt richtig schnell nach unten gehen. Ne? Bei mir war das ja auch das Gleiche. Also ich hatte schon Monate, wo ich richtig viel verdient habe. Jetzt geht es wieder nach oben seit dem 12-Stunden-Livestream, aber vorher hatte ich im Durchschnitt halt vielleicht so 500, 600 Zuschauer noch. Waren jetzt nicht so viele, jetzt sind es wieder über 1000. Ja, das ist eigentlich schon krass, ne? Also 500, 600 Zuschauer, davon kannst du halt... Also, wenn du 500 bis 600 Zuschauer hast, wie ich sie habe, also von dieser geisteskranken Art und Weise, wie ich sie hätte, wäre das ungefähr das Dreifache von dem Stream hier. Also, ich glaube, das würde alles auseinandernehmen, denke ich mal. Aber es kann natürlich auch immer zurückgehen, ne? Das sollte man halt nicht vergessen. Ja, grundsätzlich kann man auf jeden Fall dazu sagen, ob wenn man davon leben sollte... Es ist halt schwer zu sagen. Also es gibt jetzt keine Summe X oder so, wo ich jetzt sagen würde, okay, ab da ist es gut, davon zu leben. Man muss halt einfach selber schauen, okay, wie sind meine Einnahmen, also wie entwickeln die sich, wie entwickeln sich meine Kanäle, ist der Content, den ich mache, ist das was Sicheres zum Beispiel, wie werbefreundlich ist das, jetzt zum Beispiel Meinungsblogs. Sind jetzt vielleicht nicht so ultra werbefreundlich, aber das ist, denke ich mal, noch was auch in 5 Jahren noch gefragt sein wird, weil ich sage ja meine Meinung zu aktuellen Themen. Es gibt immer aktuelle Themen, so funktioniert die Welt, ne? Irgendwas interessiert die Leute immer und deswegen kann ich auch in 5 Jahren noch Minusblogs machen. Ja, das ist halt das sehr Positive. Ich versuche halt, Tim versucht das auch, der hat ja auch seinen Gaming-Kanal. Ich versuche halt wirklich jetzt zweigleisig zu fahren mit dem Let's Play-Kanal, also mit dem Gaming-Kanal. Und das ist für mich so, dass mein Ziel, sage ich mal, diesen Gaming-Kanal durchzuziehen und vielleicht auch diesen Kanal irgendwie größer zu machen. Wenn du durchziehst und du hast diese Geduld, entweder wird es halt nichts oder es wird was, aber ich sag euch so, wie es ist, das ist genauso wie beim Sport. Entweder du ziehst durch und kannst damit was erreichen oder du lässt halt bleiben. Dann wirst du nie wissen, ob du jemals damit was erreicht hättest. Deswegen einfach durchziehen, fertig ist und das ist einfach mein Motto. Machen. Ob du in 5 Jahren vielleicht noch ASMR so gefragt sein wird oder so, das ist dann halt wieder so die andere Frage. Ne? Also da muss man auch so ein bisschen auf sich selber schauen, okay, kann ich jetzt über Jahre wirklich dann den Erfolg haben und den halt weiterbringen? Und ja, man sollte natürlich halt gucken, auch ne, beim Geld, ich habe ja schon gesagt, es sollte auf jeden Fall was übrig bleiben, das war bei mir halt nicht so. Ich muss aber da auch noch ganz zahlen, also wenn ich 1-2 im Monat mache, dann habe ich so 1400 im Jahr, ich glaube, ich habe da 600 Euro Steuern gezahlt am Ende, also
Also das konnte man sich über das Jahr richtig leicht zurücklegen. Habe ich nicht mehr gemacht, sondern mein Verdienst war im nächsten Jahr halt so hoch, dass ich das einfach so zahlen konnte. Aber da muss man halt auf jeden Fall immer aufpassen. Ne? Und sagen wir, wenn ihr zum Beispiel halt bei euren Eltern lebt oder sagen wir mal, ihr habt jetzt zum Beispiel euer Abitur gemacht und ihr verdient ein bisschen was nebenbei mit YouTube, auch wenn es so ein paar hundert Euro sind. So, ich sag mal, ein Jahr Auszeit kann man sich in einem Land wie Deutschland auf jeden Fall geben, bevor man dann studiert oder in eine Ausbildung geht oder mehr als Abitur, schulisch, ja, vielleicht BBS oder whatever. Aber ich finde das schwierig, ne? Ein Jahr Auszeit zu nehmen, finde ich trotzdem schwierig, weil wenn du ein Jahr Auszeit nimmst und es läuft gut, nimmst du noch ein Jahr Auszeit und du wirst nie dazu kommen, dein Studium irgendwann mal anzufangen. Du wirst auch nie dazu kommen, mal eine Ausbildung anzufangen. Und dann bist du irgendwann 40, was weiß ich, oder 35 und musst dann eine Ausbildung machen, worauf du gar keinen Bock hast, aber nützt ja nichts. Und das ist dann das Doofe. Deswegen, ich bin froh, in der Zeit angefangen zu haben, wo ich schon mit der Ausbildung, oder wo ich schon in der Ausbildung war und dass ich jetzt fertig bin. Das war das Beste, was ich je machen konnte, meine Ausbildung fertig zu machen. Halt, ne, also ihr habt da auf jeden Fall halt auch immer noch genug Zeit, wenn ihr jetzt mit 18, 19, 17 euer Abitur macht, ein Jahr, sage ich mal, auch sowas halt ausprobieren könnt. Sehr spannendes Thema hier, ne? Es sind Erfahrungen auf jeden Fall, die man sammelt, ne, weil selbstständig sein ist nicht für jeden was. Ich sag's auch immer, also für mich eigentlich auch nicht. Ich bin auch keiner, der jetzt ordentlich durchzieht und durchpowert. Könnte auf jeden Fall deutlich mehr machen. Aber das sind natürlich einfach Erfahrungen, die man halt sammelt. Ne? Und ja, das ist halt immer ist sehr, sehr gut, Bruder, wenn man da auch mal ein Jahr gelernt hat, okay, wie ist das halt selbstständig zu sein? Ne? Und wenn es halt nicht klappt, ey, ganz ehrlich, dann macht ihr was anderes. Wichtig ist halt immer nur, gerade am Anfang seiner Selbstständigkeit, wenn man jetzt nicht gerade einen riesen Hype hat und 100.000 Abonnenten dazu bekommt, dass man sich auf jeden Fall einen Plan B bereithält. Also als ich davon gelebt habe, hatte ich 50.000 Abonnenten. Das ist halt nichts, also wirklich gar nichts. Alter, ich hatte sogar recht, dass der 50.000 Abonnenten hatte zu der Zeit. Das ist wirklich nicht. Mit 50.000 Abonnenten, da musst du schon eine heftig große Community haben. Aktive Community haben, besser gesagt. Also bei 50.000 Abonnenten brauchst du dann auch eine Community, wo 20, 30, 40.000 Leute deine Videos anschauen. Und dann musst du trotzdem noch zweigleisig fahren, weil selbst mit solchen Videos wirst du nicht so viele wirst du nicht so viel Geld machen. Außer du hast halt das Glück und hast einen hohen CPM. Zum Beispiel in Jasnero hat einen sehr hohen CPM als Meinungsblogger jetzt mal beispielsweise, weil der sehr lange Videos macht. Die Leute, die gucken sich sehr lang seine Videos an. Bei mir ist es halt eher so, ich mache auch mal ein 6-Minuten-Video oder ein 5-Minuten-Video. Und weil selbst meine 8-Minuten-Videos oder 9-Minuten-Videos kaum Geld bringen, da sage ich mir scheiß drauf. Ich mache halt kürzere Videos auch und ich mache die nicht auf Krampf, so auf 8, 9 Minuten bekomme ich zwar weniger Geld, aber sind wir jetzt mal ganz ehrlich, 5 Euro mehr oder weniger, da scheiße ich dann halt drauf, da lieber mache ich das halt das oder ich fülle den Inhalt mit dem, was mir halt wirklich wichtig ist. Ne? Alpha Kevin hat 110.000 oder so und lebt noch nicht davon. Ja, so viel auf jeden Fall dazu. Ich kann, wie gesagt, es natürlich nur jedem empfehlen, das auszuprobieren, wenn man die Gegebenheiten halt dafür hat. Bei mir hat es halt geklappt, selbstständig zu sein, ist einfach ein Traum, auch wenn man sich ein bisschen in den Arsch beißen muss. Ja. Und es hat halt einfach geklappt. So ist klar, dass man dann halt eher dafür ist. Ne? Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks. Bye. Sehr nice Video, wirklich. Also hat mir sehr gut gefallen. Gut, ich war seine Inspiration für dieses Video wahrscheinlich, oder der Talk mit Nico war wahrscheinlich die Inspiration für das Video. Ich finde das sehr spannend. Guck mal, Nico hat...